Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der 24. Dezember und heute kommt der Hauptpreis. Aber bevor wir anfangen, wollte ich noch sagen, die Leute, die gestern gewonnen haben, setzen heute aus. Die, außer beim Knife, da ist dann jeder dabei. Die, was heute nichts gewinnen, beziehungsweise die, was generell nichts gewonnen haben, gibt es angeblich ja auch welche. Seid nicht mad, es habt da noch ein, sag ich mal, neues Giveaway geplant für Silvester, beziehungsweise für Anfang des Jahres. Wo dann aber schon ein neues Video, also das Video dazu kommt dann voraussichtlich am 26. Dezember online. Aber egal. Die Preise von heute sind einmal die 5-7 Monkey Business, dann dreimal der R8 Revolver Ember Fate, also nicht als ein Preis, sondern als drei Preise. So dass einmal ein zweiter Preis, dritter Preis, vierter Preis. Dann der fünfte Preis wäre ein R8 Revolver Fate. Der sechste Preis eine CZ Auto Victoria. Und der siebte Preis ist dann der Hauptpreis. Das machen wir anders. Qualität. Siebter Preis wäre dann heute das Huntsman Safari Mesh. Wie gesagt, beim Huntsman ist dann jeder dabei. Auch die Gewinner von gestern. Gut. Nichts wollte ich jetzt noch sagen. Scheiß drauf. Das werde ich in einem anderen Video erwähnen. Ich glaube, das ist besser. Na gut, dann will ich auch gleich mal die Gewinner ziehen. Und zwar wäre der erste Preis die 5-7. Gehört ein TNT Teamplate HD. Gewinnt den ersten Preis, das wäre die 5-7. Geht set an dich. Dann der erste R8 Revolver Amber Fade geht raus an den Drama LP. Er war gestern nicht bei den Gewinnern dabei, somit gewinnst du den ersten Ember Fate Revolver. Glückwunsch an dich. Der zweite R8 Revolver Ember Fate geht raus an... Nein, an dich nicht. Du warst gestern schon bei den Gewinnern dabei, somit gibt es hier einen Reroll. Ein Trader Reno bekommt den auch nicht, denn er war ebenfalls gestern bei den Gewinnern dabei. Musan LP gewinnst den zweiten Ember Fate Revolver. Glückwunsch an dich. Ich hoffe, das geht sich aus, dass ich dann nicht allzu viele Rerolls machen muss. Der dritte Revolver geht raus an Dudelsack Hater Pyro, genau, er war gestern nicht dabei. Es schreibt sogar heftig, Glückwunsch an dich. So, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3. Gut, das heißt, jetzt kommt der Yacht Revolver Fade. Der geht raus an den Ultra Mega HD. Der war gestern ebenfalls nicht dabei, somit... Na, einen Knife gewinnst du jetzt noch nicht. Ersten Revolver. So. Glückwunsch an dich. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme da jetzt schon ganz durcheinander. Jetzt kommt der sechste Preis. Zwar die CZ Auto Victoria. Die geht raus an den Gunter Big. Glückwunsch an dich. Du warst gestern ebenfalls nicht mit dabei. So. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe zu sagen. Ich wollte eine kleine Statistik zum Adventskalender erzählen. Und zwar mit heute gingen 95 Preise raus im CSGO Adventskalender. Die 95 Preise, also davon waren ungefähr, also, ich glaube 15, ich habe mir das jetzt genau nicht zusammengezählt, aber 15 Community Preise waren dabei. Also 15 Preise von euch. Und insgesamt im ganzen Adventskalender mit heute gingen in, also so circa 150 Euro in Skins raus. Also ist schon ziemlich heftig. Und dass die Kommentare, also irgendwie, dass es so ausartet, da wollte ich mich auch noch bei euch bedanken. Weil ich hatte mit maximal 4.000 bis 5.000 Kommentare gerechnet beim Teilnehmervideo. Aber es sind ja mittlerweile schon über 20, ich glaube über 23.000 Kommentare. Dann, was ich noch erzählen wollte. Einer von euch, also, weiß nicht, ob sich derjenige das Video anschauen wird, aber ich gehe mal davon aus, hat letzte Nacht... Wie spät war es? Ich glaube halb drei in der Früh. Ist der mit einem Spam-Bot gekommen und hat in 10 Minuten um die 7000 Kommentare drunter gespammt.
Und wenn du in 10 Minuten 7000 Kommentare schreiben kannst, ist das sehr, also auffälliger geht's kaum. Kommentare habe ich natürlich gelöscht. Und falls du das siehst und die mich das ausgeht, dass du das sehen wirst, ja Mate, das war nichts. Wenn du arbeitest, dann machst du, ja, nicht so offensichtlich. Dann, ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt das Knife gleich, also den Gewinner picken, oder soll ich noch irgendwas labern, um euch ein wenig auf die Folter zu spannen? Ich kann halt auch noch erzählen, was jetzt für Zukunft noch für Videos geplant sind. Und zwar, 25. Dezember, das wäre dann morgen, kommt so ein Highlight-Video von dem Case-Opening, was ich vor 2 Wochen aufgenommen habe. Am 26. Dezember kommt dann das Ankündigungsvideo, sage ich mal, von dem Giveaway. Ich kann ja mal sagen, eine AK-47 geht da raus, um die 18 Euro ist sie wert. Wird wahrscheinlich mit dem Gleam, also über Gleam, ablaufen. Dann werde ich heute auch noch ein Case-Opening aufnehmen, beziehungsweise aufnehmen, ich werde ein Case-Opening machen, wenn da ein Highlight gibt, beziehungsweise wenn es da was Interessantes passieren wird es dann am 27. Dezember kommen. Und am 28. Dezember, gleich der Kugelschreiber runtergefallen. Am 28. Dezember habe ich dann vor, dass ich da so eine Art, keine Ahnung, wie ich das Video nennen soll, aber für die Leute, was halt jetzt durch den CSGO-Adventskalender neu dazugekommen sind, dass sie halt wissen, also da, dass ich da einfach erkläre, was kommen da für Videos, was ist das für ein Kanal, was haben sie da eigentlich abonniert. Okay? Oder vielleicht will ich da auch einen Kanal-Trailer machen, wobei der wäre etwas aufwendiger, der würde dann etwas später kommen. Oder ich mache einfach beides, dass ich sage, ich mache das eine Video, wo ich so kurz erkläre, was da so ungefähr auf die Leute zukommt, und den Kanal-Trailer dann fürs neue Jahr. Dann habe ich für den 1. Jänner auch ein neues Community-Projekt geplant, was etwas größer ist, was über ein Jahr laufen wird. Und aber egal, das werdet ihr dann schon noch sehen. Gut, ich glaube, dann würde ich auch gleich mal den Gewinner ziehen, weil anscheinend läuft jetzt bei uns da gleich die Bescherung. Und sich das jetzt schnell noch erledige. Jetzt muss ich hier noch etwas aufbauen, der Musik einbauen oder auch nicht. Ich dachte, ich keine Ahnung, wie ich das dann bearbeiten werde. Aber das Huntsman Safari Mesh geht raus an den Edia Pap. Die Klasse ist Jolt 02 nicht gewinnen. Okay, Mate, erstes Mal Glückwunsch an dich. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt einer von den, wie viel waren das, glaube ich, 16 Hauptspammern gewinnt. Aber ja, wie gesagt, Knife ist alles möglich. Ich hoffe, du freust dich über das Knife. Schreib mir deinen Trade-Link unter das, also in die Kommentare oder dein Steam-Profil, oder adde mich auf Steam und schreib mir irgendeinen Kommentar drunter, dann werde ich darauf antworten und mir macht es einfach so wie immer, dass ich halt Kontakt zu dir aufnehmen kann. Oder ich schreibe dich an, das ist auch eine gute Idee. Ja gut, das war's mit dem CSGO Adventskalender. Vielleicht werde ich nächstes Jahr wieder einen machen, oder vielleicht auch nicht, wer weiß, ob ich da noch YouTube mache, oder vielleicht bin ich dann schon zu abgehoben für das. Nein, das werde ich schon nicht sein. Aber ja, einerseits bin ich jetzt extrem glücklich, dass das vorbei ist, weil es war auch doch auch anstrengend, da täglich ein Video rauszuhauen, weil ich ja so nebenbei, also nebenbei hauptberuflich ja arbeiten gehe und das YouTube läuft nebenbei. Aber andererseits bin ich auch wieder mit traurig, weil dieses Feedback, was ich da teilweise von euch bekommen habe, war halt so enorm, das hatte ich sonst noch nirgends. Auch bei keinem anderen Giveaway oder sonstigen Video hier. Gut, dann wünsche ich euch aber noch frohe Weihnachten. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Über ein Abo sowieso. Ansonsten sage ich dann auch gleich wieder ciao und bis zum nächsten Video. Euer Alex.